In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der App PDS Werkzeug und der PDS Software Ihre Werkzeuge und Geräte im Büro und auf der Baustelle verwalten können. In der PDS Werkzeug App sehen Sie alle Geräte Ihres Betriebes und Ihre ausgeliehenen. Beim Finden von Werkzeugen werden Sie durch Filter unterstützt. Um Werkzeuge mit NFC-Tags zu erkennen, halten Sie Ihr Smartphone einfach nah an das NFC-Tag auf dem Werkzeug. Danach können Sie die gewünschte Aktion auswählen. In unserem Beispiel leihen wir eine Bohrmaschine aus. Es kann ein Vorgang hinterlegt werden, ein Rückgabedatum eingestellt werden, leichte Gebrauchsspuren am Koffer sowie Bemerkungen und Dokumente angehängt werden. Im Bereich der Reservierung sehen Sie Ihre reservierten Werkzeuge. Außerdem können Sie Wartungen für Werkzeuge durchführen. Die fälligen und geplanten Wartungen werden automatisch aus den Wartungsintervallen der Werkzeuge erzeugt, die zuvor in der PDS-Software am Werkzeug hinterlegt wurden. Um die Wartung durchzuführen, wählen Sie die Aktion Wartung aus und füllen Sie die Checkliste aus. Nach erfolgreicher Überprüfung geben Sie das Werkzeug wieder zurück. Prüfung ordnungsgemäß durchgeführt. Falls Sie mit einem Kollegen ein Werkzeug tauschen möchten, wählen Sie dieses manuell oder per Scan aus und betätigen die Aktion Tauschen. Werkzeugtausch. In den Meldungen sehen Sie überschriebene Reservierungen sowie eine Information zum Werkzeugtausch, welche Sie und Ihr Kollege erhalten. Alle Daten werden zwischen PDS-Werkzeug und PDS-Software übertragen, sodass Sie Ihre Werkzeuge und Geräte mit einem einheitlichen System verwalten können. Die PDS-Software zeigt Ihnen alle hinterlegten Werkzeuge und Geräte Ihres Betriebes an. Verschiedene Filter und dynamische Suchkriterien helfen Ihnen beim Finden Ihrer Betriebsmittel. Zu den Werkzeugen können Sie sämtliche Details hinterlegen. Die Inhalte können von Ihnen frei definiert und im Werkzeug hinterlegt werden. Die Qualifikationen für die Nutzung der Werkzeuge können Sie in den Profilen der Werkzeug-App hinterlegen, um sicherzustellen, dass nur Kollegen mit entsprechenden Qualifikationen die Werkzeuge nutzen. So können Sie beispielsweise bei einer Bohrmaschine andere Informationen hinterlegen als bei einem Exzenterschleifer. Der Reiter Historie zeigt Ihnen die Werkzeugbewegung der Vergangenheit an. Außerdem können Sie hier das Wartungsprotokoll ansehen. Die Werkzeuge können Sie aus der Detailansicht oder der generellen Übersicht zurücknehmen oder ausgeben. Bei der Ausgabe können Sie zudem hinterlegen, für welchen Vorgang das Werkzeug benötigt wird. Im generellen Reiter der Historie können Sie sich alle Bewegungen anzeigen und entsprechend filtern. Diese Werkzeugbewegungen können Sie ebenfalls, wie vorhin gezeigt, über die App PDS Werkzeug steuern. Das sorgt für eine transparente Verwaltung Ihrer Werkzeuge und Geräte. Neben PDS Werkzeug bieten wir Ihnen weitere Apps für die PDS Software an. Damit arbeiten Sie mit passgenauen Lösungen immer dort digital, wo Sie gerade tätig sind. Im Büro, auf der Baustelle oder beim Kunden.